Moin Leute, SML, Spieltag 2. Letzte Woche lief ja sehr scheiße für uns, würde ich mal sagen. Also, das wäre, der Kampf ja auch in halbem Cent rum sein können, Definitiv, ja, wir haben leider nur 6-0 gewonnen. Ja, ganz kritisch das Eigentlich Ganze. habe ich gehofft, wir gewinnen höher. Aber mal 6. Müssen wir uns jetzt mehr anstrengen. Jo, diese Woche geht's gegen Graf Gorgo, der hat, glaube ich, im ersten Spiel auch gewonnen, ne? Oder? Ja, Okay. der ist Zweiter. Wir sind Erster, der ist Zweiter. Okay, also Titelrennen jetzt schon, würde ich sagen, am zweiten Spieltag. Schon entschieden, wenn wir gewinnen. Ja, klar. Sind wir einfach schon Meister. Eben. Und deswegen stellen wir uns noch kurz das Team vor, bevor wir jetzt gleich in den Kampf reingehen. Und ich würde sagen, der gute Adrian fängt mal mit dem Clang hier an, der jetzt erstmal dabei ist. Hey. Hi. Ja. Apropos Clang, ne? Laurus hat auch gerade eben Clang gespielt mit Shift Gear und der ist auch immer auf plus 6 gegangen und hat trotzdem keinen Schaden gemacht. Egal. Clang ist unsere ziemlich einzige Antwort für Glacian, also für Glaceola, weil mit Freestyle und Ice Beam macht er schon ein bisschen Rambazamba gegen uns und die Spedef ist jedenfalls mit der KP dafür da, dass wir von nichts gekillt werden, was der uns irgendwie uns entgegenwerfen kann. Also wir Also werden, dass wir werden auch nicht gefreeshottet oder sonst irgendwas von dem. das von Specs Modestlation muss man vielleicht noch dazu sagen. Ja. Das Specs macht Modestations Shadow Ball oder so, hä? alles unter 30%, soweit ich es noch im Kopf habe. Okay. Klang der Ehrenmann. Das ist cool. Genau. Das Pluswesen mit der Def ist dafür, weil wir halt höhere Def haben als Bidef, kriegen wir da mehr Punkte raus. Die 4 Speed ist einfach nur dafür da, dass wir auf Shift Gear plus 2 schneller sind als Debomantas. Dafür haben wir nur 4 gebraucht. Die 64 Def mit dem Plus Def Wesen ist dafür da, dass wir von Adamant Life Orb Wolverock 2 Drillruns nehmen. Ja, Also man. oder von. Ja, oder von. SD Life Orb. Lycanroc ein Drillrun. Also ist ja was. Kommt ja aufs Gleiche. Jo. Genau. Und Band können wir halt trotzdem drum rumspielen, das ist okay. Also quasi Und komplett ja. geminmaxed das Ding gerade. Genau. Ja, die 52 Attack ist das, was übrig geblieben ist. Ja. Vielleicht Und helfen die uns ja mal, irgendwas zu killen. ja, dann machen wir weiter mit Wishiwashi. Achso, nee, warte mal, ich habe Ah. ja die Moves noch nicht vorgelesen. Ah, okay. Shift Gear Grind ist klar, vor allem wir haben vier Angriffs, nee, drei Angriffsattacken. Gerade auf vier. Ja, Gear Grind ist halt unser bester Step, der macht ziemlich viel Schaden gegen so ziemlich alles. Der trifft halt das Galar-Weezing ziemlich gut. Oder haben wir noch so, was ja gut trifft? Also nebenbei, Ja, Galar Weezing macht ja auch nichts gegen uns. Wolverock und ja, Maritali treffen wir auch relativ okay. Glacian macht viel Damage gegen Miss Mages macht es viel. Kutumi können wir. Also wir können eigentlich so ziemlich alles viel Damage machen, außer jetzt zum Beispiel den Pig Knight oder dem Togedemaru. Und gegen Togedemaru müssen wir halt schauen, wenn der Lightning Rod hat, können wir entweder nicht rauswechseln und deswegen habe ich geguckt, ob wir halt Bind spielen oder halt einfach mal gucken, da können wir gleich noch ein bisschen Chip drauf machen und sehen halt, ah, der ist, wie heißt die Fähigkeit? Barbs, genau. Eisenstacheln. Eisenstacheln sehen wir gleich, weil bei Geargrind würden wir zweimal Eisenstacheln kriegen und das wäre blöd. Und wenn wir halt bei Bind dann sehen, dass der Eisenstacheln hat, können wir entweder mit Wurzel raus. Oder wenn er keine Eisenstacheln hat, dann sehen wir das halt und ja, können dann dementsprechend anders reagieren. Ja, genau. Das war es eigentlich schon Dann dazu. Nummer 2 hier bei unserem Team ist dieses Wishiwashi, was eigentlich schon quasi schon Richtung Wincon geht in dem Game. Kann man jetzt nicht so ganz sagen, aber der ist schon recht gut dabei, weil der eben mit Mystic Water Scald Ice Beam. Ich weiß eigentlich, der Scald Scald, heißt, ja. oder? Statt Nicht Scald. geil. Nicht geil. Ja, mit Scald und Ice Beam kann der so ziemlich alles two-shotten. Das einzige Mal, was nicht two-shottbar ist, ist ein. Also ist Marth Lead, wenn es Full HP ist oder noch mehr. Also vor allem in Spätzdeftern und so. Wahrscheinlich noch so Bedev-Kotomi auch nicht, oder? Ja, Spit of Kotomi auch nicht, aber Fistef, was ich gegen uns eher sehe, wegen sowas wie Sanaconda oder so, der wird von Ice Beam safe getwoshottet.
Was ziemlich nice ist, Mystic Water, dann eben noch damit die Skull stärker ist und mit Rest Sleep Talk, weil die so das typische SML-Meta, kriegen wir dann eben auch un immer unsere Schooling-Form zurück. Wir werden mit der speziellen Defensive von Smogmogs T-Bolt nicht gethreeshottet und von Traumagils T-Bolt nicht getwoshottet, was ziemlich praktisch ist. Und ja, und dann würde ich sagen, gehen wir mal auf Rotom. Der Spezialangriff ist für Dings, ne? Kulturmi, das war's für den Ja, Two-Hit-KO. Und die ja. Death, und der De und die Death ist der Rest. Nee, der war, glaub, ursprünglich dafür, dass wir Smogmog two-shotten. Wenn er Fistiff ist. Mit Scald. Ja. Und die Death ist halt nochmal cool gegen sowas wie Poakley, dass wir da ein bisschen besser reinkommen oder Oder Wolverock auch oder. genau, oder Pig Knight, sowas. Ja, halt so alles quasi. Jo, Ja. dann würde ich sagen, machst du mit Roland weiter, oder? Jetzt kommen die scheiß Piraten, Ja. weil wir haben unser Gegner hat One Piece Nicknames und da habe ich mir so ein paar Nicknames ausgedacht, die vielleicht ein paar One Piece Fans ein bisschen triggern können. Wer weiß. Genau. Richtig toxisch unterwegs hier. Der ist wahrscheinlich das langweiligste Set, was wir dabei haben, also mit großem Abstand. Choice Packs wird two-hitten mit Shadow Ball. Alles aus dem in seinem Team, außer Puagli, logischerweise, und Hatomi nicht auch? Spätzef? Oder? der ist sehr effektiv, weil der kriegt mindestens 60 %. Hä? Kotomi? Nicht mal Ach, richtig. Kotomi, ich habe jetzt Maritli. Nee, ja, genau, Kotomi und Puagli, das sind die einzigen beiden. Vielleicht so Spideth, Verkokel, aber ich glaube, den, wenn er den nicht nimmt, dann eher physisch gegen Sneebel. Ja, also die kommen alle nicht rein. Ne? Ditto nimmt ja unseren Typ an und stirbt halt sofort. Glacian kommt nicht rein. Miss Majes stirbt 100%. Wolverock kriegt die richtig auf den Sack, genauso wie die anderen beiden da oben. Ja. Ist eigentlich selbsterklärend. Wir drücken halt so gut wie immer Shadow Ball oder Visage, Thunderbolt dann halt auch mal, wenn Dings weg ist. Na, wenn zum Beispiel Flamingo-Type, Claydol. Alkla-Kleidor. Claydol oder halt auch Kotomi weg sind, dann können wir das auch mal spammen, macht auch insane Damage und müssen halt gucken mit der Fähigkeit von Togedemaru. Ansonsten ja und Trick halt, falls wir das Kotomi mal krubbeln wollen, zum Beispiel falls wir den Specs nicht mehr unbedingt brauchen oder unsere Item oder unsere Moves wechseln wollen, ja. Genau, Speed für Max Speed Claydol, Rest bitte Angriff und dann KP. Dann haben wir hier Klasse. Marine Forever, das ist Anaconda. Jo, der soll halt vor allem in so Sachen reinkommen wie Togedemaru oder Wolverock, die beide halt gegen Anaconda quasi nichts machen. Der lebt da einfach. Gegen sowas wie Toxic und sowas haben wir eben im Chat-Skin, aber mit Lefties kriegen wir noch ein bisschen Recovery. Rocks wollten wir gern haben, weil so die Spinner von denen, also vor allem Lipomantas, der macht. Im Moment, das Spin halt nicht gut gegen uns, weil wir halt Rotom haben. Und der macht nichts gegen Rotom. Kotomi spinnt auch jetzt nicht so gerne gegen uns, eben weil wir sowas dabei haben wie Tortonator, der free reinkommt, also nicht komplett free. Ja, die 2% Chip oder was da kommt, das juckt den auch nicht. Deswegen, Rocks waren eigentlich ganz cool. Ich glaube, Defog haben die eh nicht groß, oder? Oder hat er nicht groß? Ist ja nur einer. Ah ja, doch, Weezing hat er, aber Weezing hat, glaube ich, ein bisschen andere Aufgaben hier als die von. Genau, Weil. der hat auch so ein, der muss so mein unser halbes Team checken. Ja, eben, Theoretisch. das ist auf der einen Seite das Negative, auf der anderen Seite das Positive. Der muss das halbe Team bei uns checken, das Weezing. Vor allem können wir ihn immer weiter runterchippen, und das ist ja keine gute Recovery. Wenn der jetzt irgendwie Genesung oder sowas hätte, wäre es ja noch gut, aber hat der Dann halt wäre er nicht. nicht mehr, dann wäre er nicht mehr hier. Ja, dann wäre der safe nicht hier. Deswegen kann man das ein bisschen ausnutzen. Und vor allem, wir haben noch ein Set dabei, was Weezing ziemlich wehtun kann. Ich und Iron Head treffen wir fast alles ordentlich, außer wenn Togedemaru jetzt irgendwie mit Magnet Rise ankommt, dann haben wir noch ein anderes Problem. Aber dafür haben wir auch noch unsere Lösungen dabei und ja, mit Claire können wir vielleicht noch irgendwie mal, wenn Wolverock irgendwie auf plus 6 kommt, wie auch immer es das machen soll, können wir die noch in Claire reinhauen und danach irgendwie revengen. Also, obwohl, wir drücken EQ gegen den. Ich wollte gerade sagen, wir können auch einfach EQ drücken, anstatt den zu klären. Hä? Nee. Ja,
Sehe ich Claire ist einfach nicht. so Middle Ground, weil die haben halt Togedemaru als Electric Type. Wir können im Prinzip alles paralysieren, außer Gledo oder Togedemaru. Der war sogar mit Wobei Toxic, Gledo. ne? Der war mit Toxic so insane. Jo, da, aber leider nicht. Jo, dann machst du noch weiter mit Tortonator. Ja, gut. Jetzt könnte es schwierig werden, was ich da gebaut habe. Also, ich fange mal an mit 12 Speed. Ist dafür da, dass der nicht mit irgendwas Speed creept auf den. Der ist Ja. zwar scheiße langsam und der hat wahrscheinlich nichts, was langsamer ist. Egal. Aber egal. Nee, warte mal, der hat nichts Langsameres, Alter. Eben, Oder? eben. Ich tue die 12 Speed da raus, Junge, jetzt was. Und packen wir die dann hin? Fistef? Nee, es tut. Ja. Nee, du sind das Bedef rein. Ich habe die Spedef Spedef oder Fist? sonst. Ja, Spedef, Ja, okay. ich habe sonst die Spedef so ausgelegt, dass wir Modest Choice Backs Freeze-Dry Foundation zu 100% leben. Ice Beam, da müsste ich viel zu viel investen dafür, dass das reicht. Genau. KP Fist, die Fistef war dafür da, dass wir nach. Ah nee, wir leben von einem nicht Damage boostenden Lycanroc, Stone Edge plus Exilroc zu 100%. War kurz. Wenn der nicht gedamaged boostendes Item hat, glaube ich. Ich glaube, das war das dafür. Weißt du, wir machen jetzt einfach das Mindtube Teambuilding und schauen mal nach. Tour, Tornator gegen Lycanroc. Das Stone Edge macht bis 70,5% und Exilroc macht bis 28,4%. Das heißt, wir kommen auf maximal 98,9% Damage durch beide Sachen. Wenn er Jolly uninvested ist. Genau. Und der Spezialangriff ist. Sehr gute Frage. Wahrscheinlich war das der Rest. Ach so, red mal ein bisschen. Ah, da ist jemand nicht da. Gut. Unser eigentlicher Matchplan ist jetzt, mit Rotom ein bisschen Löcher zu reißen, wenn wir es hinkriegen. Wir haben überlegt, ob wir Sneebel mitnehmen, falls wir auf Rotom dann immer V-switchen auf Gotomi, dass Sneebel dann was machen kann, aber Sneebel Jo, macht leider passt. Mein Dad war gerade beim nicht, Knutzen nicht. Zimmer. Ja, ich habe ein bisschen weiter geredet. Sneebel Ich macht leider merk's. nicht so viel Hab die extra gegen geschrieben gerade. Weezing und deswegen haben wir zuerst geplant, ob wir Weakness Policy SD mitbringen, aber der killt dann auch nur mit Iron Tail und wenn der Mist ist, das halt komplett für den Arsch. Ist so Genau. traurig. Nee, Ja. Toxic Rapid Spin ist, glaube ich, selbsterklärend. Wir können ziemlich viel Toxiken aus dem Team und Rapid Spin, weil wir keine Rocks theoretisch haben wollen auf unserer Seite. Heavy Duty Boots, genau, auch dafür. Wir haben noch überlegt, ob wir Charty Berry spielen, aber ich würde dann doch lieber die Boots haben, weil Charty Berry hilft uns auch nicht so viel, wenn wir dann halt einfach mal in Rocks reinkommen und kriegen dann 25%. aber ich will ja Dann mit dem können wir. aktuellen Investment, ich glaube, wenn wir auch selbst mit Charlie Berry kann jetzt zwar Edges überleben, oder? Nein, nein, Okay, nein. ja, dachte ich mir. Jo, Aber dann. wie gesagt, ne? Ich weiß nicht, ob du noch da warst, aber mit dem Death Investment leben wir Edge plus Exilroc, Ja, war definitiv. ich da. Und dann würde ich noch kurz das letzte Set machen, was das geilste im ganzen Team ist, mit Abstand. Ich liebe dieses Set. Wir sind ja gestern ein bisschen reingesessen, was letzte, was wir jetzt noch gebaut haben. Leute. Schaut es euch an und lasst euch erstmal auf euch wirken. Lasst erstmal auf euch wirken. Sache ist. Bitte nicht schlagen. Bitte nicht hauen. Ich sehe es gerade wieder. Ja, Sache ist, auf Regigas-weise sowas wie Weezing sehr gerne rein. Oder allgemein, wir wollten Regigas eigentlich einer dabei haben, weil der mit seinem Bulk halt gerne mal in irgendwelche Sachen reinkommt und auch mal was abfangen kann, zum Beispiel von Traummagie oder so. Hier mal einen Knockoff reinklatschen und der hat trotzdem 160 Base. Das macht Damage, selbst wenn der halbiert ist. Ja, aber Sache war, wenn Regigigas halt Dinger reinkommt, Weezing, dann machen wir Regigigas nicht viel. Aber Weezing ist halt trotzdem echt nervig für unser Team. Deswegen dacht man dann so, hey, Regigigas, lass dir mal Specs spielen mit Hyperbeam. Ja, Sache war dann irgendwie Specs Hyperbeam, das hat vom ganzen Movepool mir nicht so zusammengepasst, weil er einfach kein Movepool hat speziell. Ist auch Regigigas, der hat 160 Attack Base, den wir nicht speziell spielen.
Bisschen hat er schon, aber ich wollte halt nicht Ja. gelockt sein, ne, mit dem. Ja. Und ohne Boosting-Item böllert der halt Weezing auch nicht aus dem Stand. Das ist das Problem dran. Jo, deswegen haben wir jetzt den Stealth-Scarf und Sache ist, wenn wir eine Strength drücken, während Weezing reinkommt, kriegt er so viel Chip, dass er nach einem Hyperbeam bei Fist of Weezing safe reicht. Also wenn der Full Fist of ist, Strength, Hyperbeam zusammen killt. Weil Was? speziell definitiv nicht, aber da müssen wir halt einfach gucken am Damage. Ja, und dann böllert halt ein Iron Head von seiner Connor deutlich mehr wahrscheinlich. Ja, zum Beispiel. Ja, auf jeden Fall, wenn das funktioniert, Leute. Taps kriegt auch 10 Cent. Was? Hast du es ihn gefragt, oder? Ey, muss ich mal noch. Soll ich ihn kurz fragen? Weiß nicht. Nee. Ich kann ihm kurz schreiben, aber. Nee, wir kriegen schon. Wir können. Schon genug 10 Cent, wenn wir Kills mit Dings So. mit Shelltrap machen. Dann schreibe ich ihn gleich mal kurz an. Was willst du ihm denn schreiben? Ich meine, Graf Gorgo schaue ich dann mal kurz an. Ach so, den. Ja. Ey, Genau. Tabs, gib mir 10 Cent, wenn wir mit 20 Gigas Hyperbeam killen. Ach so, ja, das ist nur mit den 164 und Quiet. Die KP plus Bedeff ist halt das Beste, was wir rausholen können, um gegen Miss Majors am besten dazustehen, weil der ist noch relativ das Problem, wenn er offensiv mit Shadow Ball ist. Ja, da möchte ich nicht unbedingt haben. Aber ja. Auch so ganz nebenbei, was ich mir erst zusammengebaut habe für ein Clang-Set, darüber reden wir einfach nicht. Ich hab's schon wieder vergessen. Das war das Minus-Speed-Wesen Sassy mit Gigrind Flash kennen. Ach, das genau, ja. Das gute Alte. Jo, dann schicke ich dir mal kurz einen Anfang, dann geh mal rein. Ein Kampf gegen Graf Gorgo und die 7 Samurai der SML, wovon der, glaube ich, einer jetzt gefallen ist, oder? Ich hab Ja, noch. Noctuus leider tot in Liga 2. Die ist leider gedroppt. Ja, ganz Jawohl. kritisch. Sind jetzt nur noch 6 Samurai. Muss erstmal Logo ändern. Ja. Yu-Gi-Oh! Theme, ne? Sechs Samurai. Gibt's da nicht irgendwie Yu-Gi-Oh! So eine Richtung? Du Diese. kannst nicht sowas ab. Also bei sowas, da bin ich komplett raus. Ich glaube, da gab's was. Weil ich nehme schon 17 Minuten auf. Ja. Oder ich muss Das irgendwie. Oder ich muss am Anfang irgendwie noch ein bisschen rauscutten. Das kann natürlich auch sein. wird ein bisschen lang. Naja. Nee, ich glaube, 17 Minuten haben wir gerade kein Teambuilding gemacht, oder? So, doch, schon. Wir sitzen ja schon übel lang hier. Ja, Du okay. warst ja mal nicht da. Ja, die 2 Ja. Minuten. Ich muss mal noch den Account ändern. Und Ja, mach zwar das mal. in Lowladder. Boah, P-Shotter, Alter, der gute Name. Wer weiß, woher der Name kommt, der ist eine echte Legende. Weil da eine Season davor dabei war. Was war das? No matter what, P-Shotter? Also NWL? NMW-Leerzeichen P-Shotter. Echt, das wird es mir gar nicht angezeigt hier. Ich nicht? P-Shot. Naja, normalerweise zeigt es mir immer an, die alten Accounts, wo ich dann noch. P-Shotter. Kannst kurz kopieren, wenn du willst. Zeig mir mal unser Passwort. Ich werde es jetzt nicht sagen. Ah, stimmt. Das gute alte Passwort. Das ist hochkomplexe, das ist so Hochsicherheit, das hat auch so Ja. Area 51 und so. Okay, er hat noch nicht angenommen. Damn. Ja, was erwarten wir? Okay, Weezing? well, ich habe ihm um 8 Uhr geschrieben, dass wir noch kurz Teamvorstellung machen, dann schallen, jetzt ist es 20:27 Was erwarten wir? Weezing, Glacian, Orbital, Kutumi, würde ich jetzt behaupten. Die vier. Ah, okay. Pick Knight ist dabei, aber der war wahrscheinlich nur fürs Nibel dabei. Wait, wer ist Kein denn nicht? Orbiter. Das Und finde das ich finde ich auch sehr geil. cool. Und wait, was ist noch nicht Kein dabei? Olverrock. Ja, Kein Volvo. Ja, Olverrock. das habe ich halt gesucht, welches Mann das war. Jo, für Togemar haben wir Sanaconda, für Glacian haben wir Clang, für Pig Knight haben wir Wishiwashi. Das Matchup sieht eigentlich halt echt nice aus. Und ich würde sich jetzt wahrscheinlich einfach mit Rotom reingehen, oder? Frage erstmal, ob wir den Link reinschicken.
Er hat dürfen. mir vorhin gesagt, ohne Zuschauer, deswegen. Ach so, okay. Ja gut, dann habe ich sie trotzdem gefragt. Ja. Mann, wieso wollen denn die alle ohne Zuschauer? Warum haben wir Herr Bauer? Ja. Wait, weil ich mit dem jetzt immer spiele. Kritisch. Jo, sollen wir mit Das ist Rotom? schlecht, das ist schlechtes Karma. Ja, ich würde halt so schnell mit Rotom rangehen. Rocks haben sie. Der hat keine Rocks dabei. Schon mal gut. Defog oder Rapid Spin. Theoretisch T-Spikes dabei mit Weezing. Oder er Genau, hat das dabei. bin. Kann Togedemaru spiken? Nee, oder? Tote Maro. Ah, ich bin mir nicht sicher. Ich guck mal Warte, nach. ich gehe mal raus. Togedemaru Maro. Einfach, hey, also die guten Nein, Chat-Commands nicht kennst, nee, kann er nicht. das. Ja, ich schreibe nie gerne was in den Chat rein. Hey, nee, ich meine gerade, ich bin ja neben noch einen Deutschen drin, deswegen da schon die Chat-Commands. Achso, na gut. Slash learn und so. Verkennt sich was. Also, Verkokel müssen wir gucken, ob der nicht Den irgendwie mit sollte eigentlich. Bullcup. Ja, aber den Ah, kann. Wischi Den, Wischi. selbst mit Bullcup kann ihn Wishiwashi halt handeln, ist ja die Sache. Okay. Welchen Lied sehe ich? Ich sehe hier gerade entweder Togedemaru im Lied. Oder Glacian zum Glacian Beispiel. kann auch gut im Lied sein. Soll man einfach mit Blackbeard reingehen? Wir können auch mit Totonator leaden. Das wäre egal. Oder wir gehen mit seiner Konda und rocken erstmal. Na, da will ich gegen Glacian eigentlich nicht drin bleiben. Wir könnten mit Regigigas leaden eigentlich, oder? Dann Der hat halt eigentlich. auf Weezing hoffen. Der hat gegen alles kein schlechtes Matchup, I Wir guess. können alles knocken. Wo wir ihn halt nicht so low gehen lassen sollten, ne? Ja. Aber ja, können wir machen. Aber mit Reggie drin. Sollen wir? Das ist gar nicht so einfach. Was würde er an unserer Stelle erwarten Wir von können dem auch mit Lied? Washi reingehen. Wahrscheinlich würde er an unserer Stelle Rotom oder Sandaconda erwarten. Ich könnte mir Ja. vorstellen, der Lied mit Kotomi. Ja. So, dann können wir auch mit Totonator rein. Totonator ist auch nicht so unfassbar schlecht Matchups, Ja, der mag nur Glacian nicht. komm, wir leben mit Tortonado. Jo, let's go. Und es kommt Elder Gost, sehr geil. Einfach Flames. Sollen wir aber Toxen? Ich war mal jetzt auf Toxen, oder? Weil Weezing kommt nicht rein, der wird jetzt wahrscheinlich Pignite oder Traumagier reinkommen, tippe ich jetzt mal. Auf jeden Fall hätte ich auf beiden gern Tox drauf, vor allem auf Pignite. Weil ich bei Pignite halt kein absolut nicht weiß, was der hat. Wobei, oh, ja, vor allem bei Pignite halt auch der beste, mit Thick Feather auch der beste Switch in den Tortonator ist. Ja. Aber ich würde eigentlich ganz gerne erstmal Flamethrower. Ich würde erstmal safe bleiben, weil Weezing könnte Ey, mir trotzdem. Tox auf Eldegoss ist auch fett. Ah, der bleibt nicht drinne. Ich meine nicht, dass der drinne bleibt, sondern ich bin mir nicht sicher. Der könnte halt auch wirklich Weezing gehen, weil ansonsten halt zum Beispiel eine Draco oder so Achso, interessiert Dragon mich nicht. Pearson. Jo, dann. Ja, Flamethrower ist echt. Ja, dann gehen wir Flamethrower. Wollen Warum? wir Flame wollen Wir wir können auch Flames Rapid Spin Flame? für den Speed Boost. Oh. Goddamn. Ja, dann hat er 162 Speeds. Macht immer noch nichts. Egal. Könnte schon sein, Squeezing dann. Easy. Was machen wir, wenn der in Reason geht? Dann gehen wir in Wishiwashi. Safe. Instant. Da kann er T-Spikes theoretisch legen, ne? Ja, juckt. Wie wichtig ist ein volles Totonator? Der hat kein Lycanroc mit. Das ist eigentlich überhaupt nicht Ja, wichtig. eben. Das wollen wir nur eigentlich also wir können ja Ja, Togedemaru halt mit dem oder mit seiner Konda abfangen. genau. Komm, wir gehen Toxic. Wir gehen Toxic. Weil Weezing wird nicht reinkommen. Sleep Powder, okay. Interessant. Jo, jetzt, ich. Was kommt da jetzt? Was glaubst du an jetzt? Das ist, ich tippe jetzt mal, was ist, das jetzt probiert, irgendwie zu setupen. Mit dem. Ich will mir. Ich wüsste jetzt nicht, ob jetzt. Nee, allgemein. Kann ich mir nicht vorstellen. Mit Jetzt was denn? Pignite Bulk up.
Das ist nicht schlimm, dann gehen wir einfach danach. Ich würde einfach nochmal Toxic drücken. Er geht Ja. dann, sonst entweder er Leech Seed jetzt. Ja. Wäre halt dumm, weil wir könnten theoretisch einen One-Turn-Sleep bekommen. Und dann einfach Spin. Dann haben wir die Seeds Ja. auch weg. Ich würde trotzdem nochmal Toxic. Der Ja. Spin ist halt einfach kein Play jetzt gerade. Okay, die Seeds kommen. Weißt du, was ich hier eklig war, was ich letztes Mal überlegt habe? Stell dir mal vor, Lichis würden trappen. Ja, das wäre ein bisschen broken. So, jetzt wird er definitiv rausgehen. Kannst mir nicht Ja. erzählen, dass er jetzt noch drin bleibt. Ich würde es selber. Ich würde sagen, es kommt wahrscheinlich Traumagie, der Traumagie und dann vielleicht ploppen. Könnte ich mir das vorstellen. Wollen wir einfach nicht nochmal Toxic drücken? Willst du jetzt irgendwie dann machen, dass der quasi ein Free Setup bekommt? Wenn der Pain Miss Mages jetzt geht? Und wir jetzt irgendwie 4 Times Deep oder so, 4 Rounds Deep oder so bekommen? Na, was willst du denn jetzt sonst machen? Ah, ich wüsste gar nicht, aber. Ah, ist kritisch das Ganze gerade. Okay, für mich ist auch bei der Toxin, aber ich fühle mich da gar nicht so wohl bei. Sleep Powder, Leech Seed. Was dann noch? Giga Wahrscheinlich Pollenknödel. Weil sonst halt sich Mantidea denkt, ja moin. Und noch irgendwas. Wahrscheinlich Leech den Dreso Zombie oder so. Jetpack. Ganz ehrlich, ich würde einfach weiter toxen. Können wir machen. Okay, das Ding kommt rein. Okay, jetzt Wishiwashi. Oder? Ja, Mann. Schön hast du mal 3 Runden geschlagen, gefällt Hey, mir. muss. Ich werde jetzt halt kein Wishiwashi gehen. Aber ja, Toxin, ne, halt, wenn der jetzt. Ich weiß ja gar nicht, was der für ein Set ist. Das finde ich gerade nicht geil. Was kann der für ein Set sein? Wie sagt Bulkup? Weil trotzdem. Ich verstehe ja nicht, warum das jetzt schon so early zu forcen probiert gegen Wishiwashi und Sanaconda. Das verstehe ich irgendwie gerade nicht so ganz. Komm, wir gehen in Wischiwaschi, oder? Jo, das macht nix. Warte. Erstmal kalken. Der hat ein Tech-Investment, und zwar ziemlich viel. Ja, so dann wahrscheinlich doch Offense. Weil man jetzt auch, dass er mit dem Feld schon ein bisschen alles anschippen kann, dann, weil er den jetzt eben auch bei Sneasel nicht dabei ist. Kann ich mir alles vorstellen. Wollen wir Eis bieben? Können wir eigentlich machen und mal schauen, was Erdegas für Investment hat. Wobei Skull kann jetzt auch ganz lustig sein, weil wir wissen jetzt auch noch nicht, ob der jetzt vielleicht irgendwie eine White Charge hat oder so. Kann er schon White Charge? Ja, der kann nur Charge. Okay. Bin mir noch nicht ganz sicher, aber. Ah, Skull oder Ice Beam? Ich finde, also, wir verlieren aktuell nichts, wenn wir jetzt auf Skull gehen, weil gegen Erdegas gehen wir halt eh wieder in Tortonator dann. Okay, mir aus. Vielleicht können wir dann vielleicht, was direkt richtig schön anschippen jetzt. Der bringt uns nicht auf unsere Schooling-Form runter. Ja. Auf unsere Also auch nicht. nicht mit White Charge, mit dem Investment, was er jetzt hat. Nein, nein, Okay. nein, nein, nein. Nice. Also, wenn die bei uns 25% erst triggert, dann nicht. Ja, ich trigger erstmal 25%, das passt. Gut, dann nein. Bei einem First Death Eldegoss machen wir 20 bis 24% First Death. It's called.
Und vor allem, wenn der uns jetzt anhaut mit White, kriegt er auch ordentlich. Okay, Takemaru kommt, der frisst jetzt. Kalk mal bitte. Lefties, okay. Wie viel war das? 53%. Sehen wir doch aus. Holy shit. 53, sagst du? Ja. Der Spedef, definitiv. Also ich guck gerade, wie viel. Also wenn der Full Spedef ist, macht Skull 41 bis 48. Wenn er kein Investment hat, macht Skull 55 bis 65. Also halt so im Mittelraum. Der ist irgend so mixed. Definitiv mixed. Und wenn der kein Attack-Investment hat, macht Zingzab 41 bis 49. Das bringt uns auch nicht in die Form. Jo, wobei, wie viel sind wir gerade? Wir Obwohl, sind ja bei nee. 74. Ah, ist kritisch. Das ist halt Max, ne? Max 49, da würden wir genau auf die 25,1 kommen, ne? Aber wir haben gar keinen Grund, irgendwas anders zu machen. Wir können Ja. einfach ins andere Konto gehen. Ja, eben. Und wir killen ihn jetzt, wahrscheinlich. Tipp ich jetzt mal drauf. Und können vielleicht, können spielen, obwohl wir können halt nicht unbedingt resten danach, ne? Der ist ja dann jetzt down, wenn der jetzt irgendwie Zing-Zap drückt. Wer? Bushiwashi. Wir kriegen ihn halt jetzt wahrscheinlich nicht mehr auf den Rest. Danach. Aber wir kriegen Ja. deswegen weiß ich gerade nicht, ob wir den jetzt direkt 100, low gehen lassen sollen. Das ist Könnte halt. mir vorstellen, dass er irgendwie so Magnet Rise mäßig was spielt. Ja. Deswegen weiß ich ja auch nicht, ob wir jetzt rausgehen sollen oder lieber einfach scouten. Das ist gerade die Sache. Der Burn wäre mir gerade echt nett, wäre gerade echt schön gewesen. Der mir gerade sehr gut gefallen. Einfach scouten, oder? Ich guck mal kurz, wie viel Rotom dem macht. Mit der, so, ich mach mal so ein bisschen Spedef rein. Machen wir mal so 100. Und Spedef Wesen. Also der muss auf jeden Fall, allzu wenig kann er nicht haben. Shadow Ball macht 53 bis 63. So eine Midroll. Der redet jetzt wieder Lefties. Heißt, nach Kill nicht mit Shadow Ball. Ja, weil wir Gigas und jetzt Earth Wen? Powern. Wir können theoretisch killen mit Shadow Ball, aber der kann uns nicht so viel. Aber wenn der halt sowas wie Magnet Rise spielt, Hey, ist das blöd. nach Lefties geht mir hier noch nicht, oder? Wir machen 53 bis 63, wenn er Ah. so 100 Spedef hat, mit Okay. Spedef-Wesen. 53,8 bis 63. Okay, Wenn der ich hab halt jetzt irgendwie 53 bis 58 verstanden, deswegen mal. 59% hat, ne? Der hat jetzt 53 und da kommen wir auf 59. Da haben wir eine 50-50. Wollen wir in Rotom gehen? Können wir machen. Halt am safesten, falls er Ja. nicht. Und danach kommt halt Als, nichts falls, rein. falls, falls er Dings hat. Danach kommt halt wirklich nichts rein. Man kann halt, wenn. Auf den Shadowball kommt halt gerade wirklich nichts. Also nichts gern, ne? Also ich glaube, die einzigen Mons, die da groß gefährlich für Rotom werden können, sind noch eh tot, oder? Rotom hat so ein geiles Matchup gerade, holy shit. Na, Kutumi ist halt das Problem. Ja, bei dem ist wohl den Splitter nicht, wenn der Fistef ist. Na, wenn, selbst wenn Kutumi Fistef ist. Eldegoss. Bulky Spin. Dann machen wir es 45 bis 54, wenn er Fistef ist. Okay. Okay, Wish. Wish. Was Shadow Ball? Ja. Mal gucken. Okay, er spielt wieder sein Wish Togedemaru. Auch wenn ich irgendwie bei der HP-Base jetzt nicht unbedingt gerne wishen würde mit dem. Okay, Spiky Shield kommt und der ist voll. Aber wir two-shotten den. Also wir können. Ich habe jetzt, wie gesagt, ich konnte nicht das genaue Investment ausrechnen. Ja, aber wir sollten ihn eigentlich two-shotten, oder? Weil der kann ja nicht full Trap sein. Meinst du gerade schon mit Also, Wishiwashi?
Ja, der kann nicht Full-Speed-F sein. Der hat irgendwie so ein bisschen Investment. Also Also einfach mit. wir haben 53% mit Ushiwashi gemacht. Gegen den. Das ist Togedemaru. Ich schau noch mal rein. Wir machen mal Full KP und machen mal wieder diese 100, magischen 100 da rein. Mit das. So, das ist wie das kleine Wischiwaschi, danke für nichts. Ja, da macht es 48 bis 57 mit dem Investment, was ich jetzt raus habe. Weil so mit Roll erwischt haben. Kann sein. Also so ungefähr um die 100, bisschen mehr, bisschen weniger kann es sein, je nach Ja, Roll. so, Also also sollten wir ihn wie eben jetzt zuschotten. können, ja, wir können theoretisch. Also ich nehme auf Shadow Ball einfach gehen. Weil was will der Ja. uns machen? Genau. Ja, das ist so ein bisschen mit. Ah, oh, ich finde es ja echt nicht cool, dass der jetzt schon wieder, dass er jetzt sich, weil er jetzt gerade gegenhalten kann mit den Lefties. Finde ich halt echt nicht geil. Aber wir können den halt dingsen, ne? Wir können den Speed-F-Druck kriegen. Dann kann das nicht mehr. Ja, stimmt eigentlich, ja. Also nochmal. Und wenn er halt so jetzt wenn er jetzt rausgeht auf dem Stand, ist der halt low, was gut ist. Shadow Ball! Go! Und dann kill auch der nächste Shadow Ball, die nächste Scald. Kurz mal, Also hört mal, 100. hör mal, ich habe das Getrampel Also bei meinem Haus derzeit oder nicht? wenn der 100 hat, dann war das halt jetzt Min-Roll des Todes. Ja. Aber. Werden wir jetzt ja sehen. Okay, Erdegas. 36, was hat der? Ist aber schon mal nicht. Er hat schon keine Leftovers, habe ich gerade gesehen. Ja, weil Wenn der, Leffy sind auch auf Togedemaru. ja, genau, stimmt. Hast recht. Guck jetzt, wenn der komplett Speed-F ist, machen wir 33 bis 40. Also, wir free-shotten den halt, ne? Wenn der uns jetzt Lead seedet, ist das schlimm. Der kann uns nicht einschläfern, weil Totonado noch schläft. Ja, und das bisschen Chip juckt auf Rotem, glaube ich, nicht würdig, oder? Der kriegt halt ein Nö. bisschen Recovery dadurch, aber. Überhaupt nicht. Es ist mir Ja. komplett Latte. Ja, eben. Also nochmal Shadow Ball einfach, oder? Ja. 43. Oh, Citrus Berry, okay. Bäre. Lead Seeds. Seed. Fein. Okay, schon mal kein Item mehr für den. Okay. Und aus der Range two-shotten wir ihn jetzt. Außer jetzt natürlich Synthese oder Giga Drain. Genau, deswegen könnten wir Tortonator. ja. Er wird jetzt entweder Giga Drain oder Dingsen. Also ich denke mal, wir wachen jetzt mit Totonator auf. Hoffen wir's mal. Ja. Wäre sonst lame. 5 Runden Schlaf, go! Oh, stell dir vor, jetzt so Sleep Timer 5 für Gen, let's go. Besser Sleep Timer aller Zeiten. Und da wir ja hier schön jede Folge irgendjemanden aus dem deutschen Chat grüßen, schöne Grüße an Junge Gurke, Ehrenbruder. Kenn ich zwar nicht, aber du bist Ehrenbruder. Nice. Die junge Gurke. Togedemaru. Dann sagen wir jetzt mal, sie ob wieder Area Impulse wird. Flammen wir auf Ja. einfach. Ja. Ja. U-Turn, okay. Vielleicht doch Toxin sein. Was kommt da jetzt? Soll ich die 5% kalken? Mach mal. Ey, das wird, was war das letzte Season, was du irgendwann gekalkt hast? Irgendwann 3% von der YouTube auf Medierasse oder so gekalkt hast? Ja, so irgend sowas. So komplett witzlos einfach. Also der hat keine Tech Investment, gar keins. Also, wie viel Dessen. macht der auf Loser die nochmal mit Zingzap dann? Wenn er es überhaupt hat. Aber bisher sieht es irgendwie nicht so aus, als hätte er jetzt noch einen Attacking-Move. 41 bis 6, bis 49. Okay.
So, auf jeden Fall ein Spedef Kotomi. Jetzt überlegt er. Geht er in Pick Knight? One touch and I'll pick Knight. Jo, Pick Knight oder mal, wie gesagt, Miss Mages sehe ich immer noch als ordentliche Gefahr an für uns gerade. Wenn der irgendwie mal nächstes Jahr rausbekommt, weil der schneller ist als alles bei uns. Ja. Und auf plus 2 killt auch ein T-Bolt, unser Loser Dean. Wir haben halt Regigigas noch dafür. Ja, und Kling Klang, der. Oh, nicht Kling Klang, Klang einfach nur. Ich will mal Kling Klang sagen. Klingschlang. Klingschlang ist ja cool. Kling Klang mit, wenn der Evolit noch hätte. Ich kenne die Werte von Klingschlang gar nicht. Ich schaue sie mir kurz mal an. Alter, auch voll die fette Fistift, glaube ich. 100, 100. 115. Der Ja. 60, 100, 100, 60, 115, 85. Oh, Alter, 115, 85 mit Eolith, holy shit. Finde ich nicht Okay, schlecht. schau ihn mal an. Oh, wir critten den. Ehre. Das ist einfach Toxin. Das war nicht viel, Bruder. Das hat gerade das Sprite geleckt, der war einfach Ah, dort. kritisch. Ich guck das nach. Ja, mach mal bitte. Gegen Miss Mac. Miss Mac. Das ist quasi die Freundin vom McDonald's. Lol. Oh, vom 32 haben wir gemacht. Der 32 hat mit Crit. Mit Crit, bedenke. mit Crit. Ja, der hat wahrscheinlich AV. Also schon mal kein nächster Plot, das wäre ganz cool. Nicht Z, Crit. Da muss ja aber Full KP Assault West sein. Ja. Oder Full Spätzle für Sword West. Haben wir irgendwas bei uns im Team, was unfassbar fett speziell böllert? Außer Rotom. Vielleicht auch Loserdin, aber. Ja, dann hätte er den ja schon hier eingerufen. Ich Ja. würde sagen, Witchigigas, oder? Kann nicht irgendwie raus. Der kann nicht Warte, wispen. ich guck noch mal, ob der auch nicht auch komplett Spedef sein kann. Das geht, das funktioniert auch nicht, Alter. Sind ja sehr gute Spätzle, aber auch nicht so gut, oder? 31,4 bis 37% bei Meine. komplett Spedef. Der hat 105 Spedef Base. Ist, oder? Ja. Ich weiß ja keinen Bock auf den Burn, aber. Mach mal. Power Game, okay. Vielleicht war sogar für Specs Tortonato dabei. Weil Power es war gerade das erste Mal, dass Tortona mal angegriffen hat, ne? Ja. Aber knocken, oder? Aber mal knocken. Warte. Offensiver Power Game gegen, also full invested mit Spezialangriff macht 15,1 bis 17,9. Der muss also ein bisschen mehr haben. Also dann wahrscheinlich will ich AV. Ist der modest? Der muss mod oder der hat einen Damage. Nee, der kann keins haben. Der muss doch AV sein. Er Full kann. KP, Full KP, Full Spezialangriff, Modest. Kommt Folglich, mit in. wenn wir ihn knocken, gewinnt Rotom. Assault ist. Komm, Ey, kann mein. das sein? Guck das nochmal. Flamethrower Crit. Ah, der ist nicht ganz voll. Warte mal. 33,3 bis 39,4 macht full invested. Macht ohne HP. Assault West. Wir haben mit dem Crit gemacht. Wie viel? 32. 32. Ah, der ist definitiv Assault West und der ist modest. Also, wahrscheinlich, wenn er ein defensiver ist, ist Ro gewinnt Rotom nach dem Knock. Also, jetzt Nock. Jo. Pick Knight kommt, okay, der hat kein Evo mehr. Und wir gehen jetzt in Wishiwashi und resten, oder? Wir können auch in Thundercon gehen und Rocks holen. Das können wir auch machen, vor allem bei der Switch hat sehr schön viel rum. Müssen wir immer mal Weezing reinforcen. Na, oder Kotomi. Ja. Aber ich bin mir nicht sicher, ob auf Kotomi noch Rapid Spin drauf bekommen hat. Weil das jetzt sieht schon, also das sieht bisher schon recht übervoll aus, sagen wir es mal so.
Weil der müsste ja dann eigentlich noch einen Angriffsmove haben mit Ja. Rapid Spin. Ja. Giga Drain wahrscheinlich. Aber Ja. wenn der Giga Drain hat, dann denkt sich halt Mantidea, wenn wir es mitgehabt hätten. Hallo, wie Setup. denn? Setup. Jungen, da kann er unlocken. Bin immer noch gespannt, was das für ein Weezing ist. Same, same. Aber ja, eigentlich würde ich auch lieber Wischiwaschi gehen, weil ich würde gerne resten, Jo, können wir machen. weil der ist mir zu. So fail gerade. Ja, und jetzt würde ich gerne resten. Können wir machen. Bin ich bei dir? Sehr gut. Fühle ich. Wenn der Full in. Ich guck mal, bei Pig Knight. Pig Knight. Wir machen mal Full HP. Einfach aus Prinzip. Item Eviolite gegen unser Wischiwaschi. Danke für nichts. Scald 88 bis 104. Nice. Kannst du meine Earth Power vielleicht von Gigas gegen den kalken? Weil ich wissen, ob Kann er ihn vielleicht ich. wegnuken Hat er kann. jetzt kein Evolid mehr? Dann Der hat stirbt er den ja safe. nicht mehr. Ja, eben. Deswegen will ich ja wissen, ob deine, ob ne, ob das mit. Ob, also Earth Power sollte schon killen, oder? Von Gigas. Auf der Range. Aber bin ich halt blöd. Also auf Oh der nee. Range, ja, also. 60 bis 70. Okay, aber dann wissen wir schon mal, Und dass er ihn vielleicht. Hyperbeam macht 89 bis 105. Ja, Hyperbeam ist eh krank. Ich mach nur kurz mal Also. Licht bei mir im Zimmer, nicht kurz Licht an, bin ich weiter. Definitiv wird er jetzt nicht drin bleiben. Oder? Ja, oder er drückt halt White Charge, ne? Kann auch sein. Aber der killt uns nicht. White Charge killt nicht, er kriegt Recoil und wir können resten. Außer er ist Element, dann könnte er killen. Glaube Ich glaub, ich. er ist so full Offense. Ich sehe es irgendwie nicht. Vor allem, er jetzt, er hat nochmal Video mit Brick Break gemacht, ne? Okay, geht raus. Nice, nice, nice. Neutralizing Gas. Ja, aber das bin ja nicht wegen unserer Fähigkeit. Wait, Regigigas? Aber gegen die von Regigigas bringt das was. Reggie? So hart? Würdest du so hart reingehen in den? Nee, nee. Oh, weißt du, was jetzt geil wäre, wenn wir statt Ice Team jetzt U-Turn dabei hätten? Jetzt liegt Problem schon. ist halt, Tschüss, der tschüss. jetzt ist niemals Weezing der Switch in Regigigas, wenn der Neutralizing Gas hat. Bisschen Nie. schade so. Ja, bisher ist er auch nur mit Pig Knight rangekommen. Also jetzt können wir halt wegnuken, wenn er nochmal reinkommt. Aber Sleep Talk. Eldegoss ist auf 88%, wenn es reinkommt. Ja. Ja, also er könnte jetzt T-Spikes legen, was mir nicht gefallen würde. Ja, wir haben ja noch Fortunato. Ja, Und er kommt und ge Sander. und er kommt Und und er kommt im aktuellen Matchup gegen drei Mons rein. das Ding ist, dass halt nur Regigigas die T-Spikes ziemlich jucken. Sander Ja. könnte sich heilen selbst, Ja, kriegt eben. Verkeep, Eben, sein also die Tornado juckt sein. T-Spikes habe ich ja vorhin schon gemeint, die bringen nicht Ich arg viel finde gegen uns. halt generell so T-Spikes nicht gut gegen unser Team. Ja, wir haben Wir allgemein. können sie halt, wir können sie halt auch mit Ariados wieder Wir haben einsammeln. halt recht viel, was in der Luft rumsteht und so. Genau. Also, Also wir einfach Sleep einfach mal Talken, oder? Sleep Talken. Ja. Genau. Ice Beam. Jetzt Scout, 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 go! Nice! Ja. Boah! Alter. Ich schau nach. Yo, ich geh in Clang, oder? Ich gucke erst, wir erstmal nachgucken. Es ist einfach, ist der Bandit. Double Kick. Offensives Wischiwaschi, ne, unser Wischiwaschi macht gegen ein kein KP investiertes Glaceon 60 bis 71. Und der, also der ist ja kein Stück defensiv ist, dann wird er wahrscheinlich wirklich so ein offensives sein, wie es im Kalk drin ist mit Scarf oder Specs. Ja. Also Und wenig. Specs Free Strike killt zu 62%. Also Das wenig. heißt Clang. Ja, klein. Clang. Die haben wir extra dafür dabei. Sehr gut, dass wir Scald gekriegt haben. Finde ich gut. Jo, finde ich auch sehr geil. Jo, juckt. 21%, ich schaue. Das soll das Spec Ich sein. bin. Das soll das Spec Ich sein. bin. Das ist Specs. Ja, sag ich Das ja ist gerade. Modest Specs. Ja. Ich gucke nach, Timid. Timid kommt nicht hin. Das sind 21% gewesen. Ne. Das ist Modest Specs. Jo. Wir können doublen, theoretisch. Ah, willst Was du? würdest Willst du das? Aber Ja. der will nicht drin bleiben. Ja, der will nicht drin bleiben. Nee, niemals, niemals. Der Jo, will. Der wird. was kommt jetzt rein? Da kommt jetzt entweder Pig Knight oder Toy DeMaru. Ich würde jetzt wahrscheinlich in Sanaconda gehen.
Wollen wir wie switchen? Können wir Oder machen. wollen wir einmal binden? Wer drin bleibt, wäre es lustig. Der wird nicht drin bleiben. Ja, aber trotzdem wäre es lustig. Also ich glaube, für einen Chip kann man es halt echt machen. Und wir sind, wir sollten auch, obwohl wir sind nicht schneller als Pignite wahrscheinlich. Also Bind können wir von mir aus machen. Oder wir, ich wäre sicher eher für einen V-Switch, aber. Bei Shogunimaru wird es nicht groß jucken um einen Spezialangriffsboost. Der hat 40 Spezattack. Der wird sich da nicht groß drum. Der wird da jetzt nicht groß reinkommen und dann denken, jo, ich Der hat sweep auch jetzt. keine Dings, keine Spezialangriff. Ja, eben, sag ich ja, Der der hat kein, 4. der hat auch, der hat auch, der hat auch keinen Move dafür. Eben. Der failed Er kriegt halt einen, Thunderbolt. der kriegt halt einen Free Wish dann, ne? Ja, aber. Das Ding ist, der muss dann mit U-Turn raus, ne, wenn er den Wish weiter passen will. Eben. Wenn wir den binden. Wollen wir binden? Ja. Ja, können wir machen. Bind. Ja, Togedemaru, nice. Binden wir den Jungen. Wir kriegen kein Damage. Oh, ne. Okay. Perfekt. Einmal Shift Gear und dann Gear grinden? Oder sollen wir Gear grinden? Wir können mal sh Shift gehen, theoretisch. So. Wir machen dem auf plus 1 natürlich nichts, ne? Das Ja, weiß der. klar. Das ist Togedemaru. V-Switch, let's go. Wenn der. Ich nehme mal die anderen, sagen wir mal die 140, die übrig sind. Die nicht in die Speedev gegangen sind. Einfach mal so reingetan, reingesponnen. Ich wollte nur mal jetzt gerade wissen, ob der BP kann, einfach nur weil. So, just for the interest. Ja, Gear Grind macht halt 12,5 bis 14, ne? Ja, Aber. aber wenn er rausgeht, machen wir halt den Mon, was reinkommt, schon mal ein bisschen mehr wahrscheinlich. Wenn er rausgeht. Er könnte jetzt theoretisch in Pick Knight. Ja, wie viel machen wir mit dem? Aber. Wenn der auf. Wenn meinst du, der ist irgendwie ein bisschen offensiver? Ich mache mal einen Pick Knight ohne Evolit mit Full KP. 30 bis 35. Lass machen. Und vor allem, wir können ja nach Free Reswitchen. Also, wir können halt gegen alles jetzt quasi Free Reswitchen, würde ich sagen, oder? Ja, Okay, Gigawind, go. Lass einmal Gear grinden. Wir sind jetzt einfach trotzdem langsamer als der, wo wir bis 2 sind. Das Problem ist. wäre halt, wenn er jetzt Spiky shieldet, aber dann kriegen wir halt ein bisschen Chip, das wird auch blöd. Ja, juckt. Kommt dran, wir kommen dann trotzdem noch dreimal oder so in Glacian rein. Und Glacian ist mittlerweile so runtergechippt, also. Wäre halt gut, er muss halt, wenn er es jetzt passen will, muss er halt mit U-Turn raus. Und da wir schneller Ja. sind, kriegen wir Damage auf ihn. Ja. Ja, nee, wir sind. Hä? Der ist wahrscheinlich immer noch schneller. Wir haben nur 274 Speed, wenn der. Obwohl, der meint, Der dass er schwächer ist. ist defensiv. Ja. Stimmt jetzt auch wieder. Togedemaru ohne Speed hat 250. Der hat kein Speed dabei. Ach, und hier ist noch Jolly. Wir sind definitiv schneller als er. Guter Damage schon mal. Iron Head, okay. Oh, Wishiwashi, let's go. Let's go, Wishiwashi. Der hat nicht. Dann Der. kann er aber raus. Ja, Ben, was? Was will der? Aber er kann Wishiwashi nichts machen. Können wir uns nicht einfach auf plus 6 jetzt boosten? Stimmt. Let's go. Nochmal. Und irgendwann kämen wir auch in so die letzten Monster rein. Alter, Blackbeard, go. Ich guck mal, ab wann wir das Pick Knight killen. Ab wann sind wir schneller als Glacian? Wir sind schneller als Glacian. Ah ja, stimmt. Ich sag irgendwie als Scarf Glacian, aber sind wir jetzt ja schon. Lass mich, ich bin Ja. behindert. Ja gut, wir killen das Pick Knight zwar erst, wenn wir auf plus. Ne, wir killen das gar nicht. Selbst auf plus 6 machen wir 80 bis 94. Ah, cool. Aber. Hey, das ist auf 94. Easy. Stimmt. Spiky Shield, Ich glaube, U-Turn, ich Iron glaube, Head Wish. ich glaube, der will jetzt raus. Aber der kann halt immer noch nicht raus. Der muss halt jetzt immer einen U-Turn. Heißt, Minimum einmal können wir halt nochmal setupen. Ja. Aber ich würde dann halt wahrscheinlich jetzt mal trotzdem jetzt auf den Gigrind gehen, weil jetzt er will jetzt raus. Und dann kriegen wir wenigstens mal Chip auf Togedemaru, bevor dann irgendwas reinkommt. Und dann wird wahrscheinlich Pignite reinkommen, dann müssen wir raus. Na, oder er drückt jetzt halt noch mal, drückt halt Iron Head und dann kriegen wir ein bisschen Chip. Ja.
Der könnte theoretisch Ironhead drücken. Aber der macht uns halt nichts. Selbst wenn wir jetzt nochmal Ironhead fressen, kommen wir noch dreimal in Glacian rein, ne? Ja, Wenn okay. die Roll gleich bleibt. Also ich würde Also, noch. was willst du machen? Nochmal Gear grinden, damit wir, wenn er jetzt raus gewesen ist, unsere Boots noch einmal nutzen können, dass er nochmal Damage frisst. Okay. Dass er nicht zu hoch bleibt. Wir können danach gegen alles free reswitchen. 25% ist schon okay. Jo, U-Turn, U-Turn. sehr gut. Was kommt jetzt? Wahrscheinlich Pick Knight. Muss Pick Knight, es muss Ja. Pick Knight kommen. Clay. Junge. Gegrind, oder? Wir killen ihn doch, oder? Wir sind auf plus 2, ne? Wir sind auf plus 2. Haben wir einen Move, der insgesamt 100 Damage drückt? Und was will er mit Glacier jetzt gegen Klang machen? Warum holt er das Ding rein? Oder geht wieder Das direkt stimmt. raus? Oder geht wieder direkt raus? Ja, aber das kriegen wir trotzdem Damage irgendwo drauf, also. Oder sind wir binden, falls er drin bleibt? Nein, 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 nein. Wir gehen Gear Grind. Okay. Botrogen Maru kommt wieder. So. Shift hier. Jo. Nee, lass noch mal Gear grinden. Oh, Oh, erstmal, okay. war zu spät, sorry. Stell dir vor, wir können jetzt Betten passen. Jetzt auf Reggie Gigas. Oh, okay, kritisch. Das war blöd. Wir hätten. Ja. Warum hast du das gemacht? Du hast Sorry, wieder sorry, gedrückt, ich. Ja, bevor ich. wir nachgedacht haben. Ja. Bind. Ja. Oh, wobei. Ich weiß nicht, wenn der jetzt hier jetzt mit Wish Spiky Shield macht. Gehen wir nicht irgendwann zu low für Glacian? Ja, aber wir sweepen den doch dann fast. Wir dürfen halt Klang 100% nicht down gehen lassen. Das ist halt. Wir sollten auch über 40% bleiben. Sonst haben wir ein Problem. Der ist modest specs, Wobei, ja, der ist. nee, wir sind rot am Schneider. Wir Ich können hab vergessen, dass ihn rot am halt auch Schneider ist. revengen. Ja, ich hab vergessen, dass rot am Schneider ist. Lass mich. Jo, Grant. Oder nochmal Shift gehen. Ja, Schiffbieren. Okay, was haben wir jetzt? U-Turn, okay. Also, das kann er ja von mir aus machen, ne? Aber, I mean, jetzt kann er in Pick Knight gehen. Er wollte wahrscheinlich nur seinen Glacian wieder hochkriegen. Ja, kann sehr gut sein. Ja, Pick Knight. So, wat nu? Reswitch? Jo. Reswitch auf Rotom, Hey, nicht auf oder? Wischiwaschi? Der ist nur. Wischiwaschi ist voll. Aber der will, oder denkst du, der will Dings drücken? Hey, wenn wir jetzt in Wischiwaschi gehen, dann können wir einfach clean böllern direkt wieder. Ja, aber erstens schlafen wir und zweitens, denkst du, der drückt eine Feuerattacke oder der drückt eine Kampfattacke? That's the problem. Ich glaube, da wäre jetzt Böllern. Killten Brick Break, weißt du das? Mal ganz kurz gucken. Wen? Ja, also Brick Klang. Break killt. Und Flare Blitz. Flare Blitz bestimmt, aber. Wir können auch in Tortonator gehen und einmal Toxen. Würde Nee, ich auch sehen. ich würde schon gern Druck aufbauen jetzt. Guck mal, wie viel so ein offensives Gegner uns auch runter macht. Noch in Sanaconda und danach direkt in nach halt direkt dann auf Rotom oder so. War kurz.
So, bin wir da. So, worauf bist du? Killt Flairblitz oder nicht? Nee, ich kann, ja. Aber wie gesagt, ich kann es mir Wischi, vorstellen. Wischi, lass ein Wischi, Waschi gehen. Okay. Big Break, okay. Sleep Talk? Ja, müssen wir. Müssen wir nicht unbedingt, ne, Ja, aber Ice Beam, ja. Ice Beam, Ice Beam, Ice Beam. Rest. Kritisch. Einfach. Nice. Wait, wie waren wir jetzt bei dem? Bei der mit Investment oder nicht? Der was bitte. Okay. Also sollen wir trotzdem einfach Ice Beam? Da hat ja keine Recovery richtig, oder? Und selbst mit Leech Seeds kriegt er nicht arg viel von Wishiwashi, weil wir halt keine KP haben mit dem. Ja, Drain macht halt 33 bis 39. Und bei Ice Beam einfach mal. Jo. Leech Seeds missen, nice. Freeze. Freeze. Schade. Der hat schon mal keine Beere mehr. Ja, manche gerade eben. Mist, der Mist war jetzt saugut für uns gerade. Ja. Aber nochmal Ice Beam. Oder sowas Golden, falls er jetzt wechselt. Weil ich meine, ob er jetzt drinbleiben will. Und wir können jetzt halt relativ gut engagieren. Sehen wir ja nicht, aber vielleicht doch scorden sollen. Ja, lass scrollen, aber ist halt schwierig jetzt. Wir haben noch Sleep Talk. Kann er halt gerne machen. Eben. Aber jetzt hat er uns eingeschläfert, ne? Heißt, dass er wenn wir selber resten, darf er noch was einschläfern, aber jetzt darf er es nicht. Ja, ist aber was nicht. Das ist eigentlich ganz cool so. Wir sind eigentlich noch, wir sind noch fast voll. Sleep Talk, Ice Beam, go. Wobei wir jetzt hier schon in Tornado gehen können, weil er den auch nicht mehr einschläfern kann. Können wir einfach to irgendwas toxen oder einfach Flamethrowern. Oder sollen wir? Einfach mal. Ja. Aber Nee. Tornado? Oder? Der wird halt wieder Leech ziehen. Ja, wir haben Spin. Können wir ein bisschen Ja, Speed okay. aufbauen? Ja, okay. Das ist sicher das, was mich hier am meisten interessiert, dass der jetzt irgendwie seeden kann oder so. Das juckt Tortonator mit seinem Spinner nicht recht wenig. Und wir können ja trotzdem, wir können ja trotzdem rausholen, so ist nicht. Ist das, wir mit dem jetzt irgendwie Shell smashen wollen oder so? Geht ja nicht mal. Ja, das stimmt. Das Set, was ich vorgeschlagen habe, du machst Chase. Ey. Warum dauert der Kampf jetzt eigentlich schon wieder so ewig? Die Aufnahme läuft schon Junge, wieder über eine Stunde, ne? das wird ein fucking 2-Stunden-Video, ey. Holy shit. Ah. Einfach noch auf beiden Seiten alle sechs, ne? Ich will noch 34 Stunden. Holy shit. Fine, das ist fine. Ja, das ist sehr fein. Tox. Okay, ja, nehme ich, nehme ich, nehme ich. Oh, nehmen wir, nehmen wir, nehmen wir. Roter, oder? Ich weiß, nur wir wissen noch nicht, was der ist. Wie wichtig ist Totonator? Wenn der jetzt, der kann, das Der Einzige, was der William. halt legen kann, ist halt auf dem an Sachen Hazards. Und die können wir halt immer noch auf dem gleich spinnen. Ja. Wenn aber da Wolvorok und sowas nicht da ist, ist der, wir leben halt auch nichts mehr von Glacian. Und, Ja, das I Einzige, mean, wo wir ihn finden, wo ihm. Togonomaru, der macht halt gegen nichts von Vor irgendeinem allem, so vor allem Nix weil Damage. Wishiwashi einfach den komplett outplayed jetzt mittlerweile, weil wir halt wissen, dass er keinen Segensapp hat. Mal for real, wenn halt Glacian und Kotomi wechseln, gewinnt er ab jetzt halt clean Wishiwashi, das ist halt das Geile. Ja, das Problem ist, wir müssen Ildikus erstmal wegkriegen. Ja. Das kommt. Einfach Flamethrowern, ja, oder? Ja. Sashbomb, okay. Wir leben noch eine.
Burn. Ja, Wait, das Lux. Szechuan wird resisted von Rotom. Soll er Rotom gehen? Einfach Shadowballen. Oder Der halt kann jetzt auch Mitzahlen. einfach, der kann auch einfach mal Strange Steam. Ich guck mal, was der für eins ist. Selbst ein Strange Freezing. Team sollte Rotom jetzt noch nicht so viel machen, oder? Sag mir mal beide Damage-Werte an. 37 von der Sludge Bomb und 36 vom Flamethrower. Sludge Bomb. War 30-7? Ja, 37. Kein Spezialangriffsinvestment, also eine Mid-Roll dafür. Und Flamethrower macht 38,9 bis 46 auf Fist-Death. Er ist auch ein bisschen harter. Weil 6. Okay, das hat ein bisschen Spätstef, aber nicht so viel. Und das mit auf eine Row auf der Hyperbeam reicht. Der kann auch einiges an Spit haben und dann haben wir eine Max-Roll bekommen. Kann auch sein. Wenn der Strange Steam macht jetzt gegen Rotom 50 Max. So, einfach Rotom und Shadow Und es Ball. kann halt auch verwirren. Das ist halt auch blöd. Ja, wir können Rotom gehen, denke ich mal. Warte, ich guck mal, wie viel Damage macht Rotom denn? Ganz schön viel, jo. Der Shadow Ball killt doch jetzt, Ja. oder? Ja, nicht ganz. T-Bolt killt wahrscheinlich. Ja, okay. Möglich, Auf also das 70 kann Prozent. sein. Auf 70 Prozent. T-Bolt macht, wenn es Fist Death ist, komplett 77 bis 91, also Okay. der wird ein Und Shadow bisschen, der wird Ball. was haben. 69 bis 81. Mal die Row hitten wir. Wobei, ich rede jetzt mal Black Sludge miese. Oh, sollen wir einfach nur sollen wir mal Flames machen? Nee, Okay, ich jetzt entsage. hast du es schon. Bitte Nice. keine Poison. Kritisch. Ich kann einfach wie switchen einmal. Und dann ein bisschen Waschi gehen. Können wir auch machen. Wir können auch tricken. Willst du das machen, dass wir Black Sludge und nochmal, dass wir nochmal Chip bekommen? Ich will es gerade eher irgendwie Der in. weiß doch, dass wir Specs sind. Er würde hier nicht drin bleiben. Ja, schon. Oh, nee. Ich will ja nicht wischen. Ich will ein kleines von den Items da gerade haben. Ich will eigentlich gern die Leftovers von dem Togedemaru für uns haben. Ja, das schon, aber jetzt gerade eben nicht. Also, der will jetzt nicht in Togedemaru gehen, oder? Togedemaru oder Eldegoss, eins von beiden. Ich will tricken, tatsächlich. Also, entweder wir kriegen kein Item. Oder wir kriegen die Left, hier sind böllern wir halt nicht mehr. Lass wie switchen. Der wird eher in Togedemaru gehen. Das können wir auch direkt in über Giga oder so gehen. Hä, Der kann aber wieder wischen. in der Nacht Nee, droppt er. Er komm, droppt komm, natürlich komm, eine Earth komm. Power. Er droppt natürlich eine Earth Power, oder? Wenn wir dann über Ja. Gigas jetzt gehen. Kann aber Spiky shielden, theoretisch, oder U-Turn. Nee, komm, wir drücken Shadow Ball. Ist nicht so geil gerade. Kann jetzt halt auch Strange Steam theoretisch drücken und kann uns killen. Lass V-Switchen. Bad. Wenn Togedemaru reinkommt, dann können wir halt in so viel gehen. Ja, sehr gut. Jetzt. Was kommt, denkst du? Ich will jetzt einfach in Wishiwashi gehen. Ich weiß nicht, was jetzt kommt, aber ich will trotzdem einfach in Wishiwashi gehen und einfach Sleep Talken. Oder wir gehen natürlich jetzt einfach mit Gigas und killen den. Wenn wir jetzt diesen einen Kill mit Gigas gegen den bekommen. Die wir eigentlich wollten. Ich will aber nicht, dass der auch toxisch gepoisoned wird. Ja. Wir können auch in Clang gehen. Ich will Clay nicht noch lower gehen lassen, deswegen ich hatte schon ein bisschen an der Schmerzgrenze. Ja, komm, dann gehen wir in Regigigas. Neutralizing Gas. Kein Burn. Nice. Danke. Earth Power? Earth Power? Wir können auch Strength drücken, der killt. Na, aber dann kommt Togedemaru rein, Oder einfach vielleicht. Hyperbeam. Nee. Stopp. Halber, was? Ah, okay. Oh, nice! Holy shit. Aufs Maul. Aber mega gedrückt, holy shit.
Macht ihr mit Brick Break überhaupt irgendwas? Pick Knight Ja. gegen Tortonator. Wieder etwa 70% No, Drückdamage. 19 bis 23. Wir haben noch 34. Nee, wir leben zwei nicht. Ich will aber nicht noch mehr anschippen lassen, deswegen Wischiwaschi. Schuling. Und Schlebteig. Ich weiß immer nicht, wann von den anderen gesteept wird, weil jetzt wissen wir halt immer nicht, wann wir rauskommen, ne? Aber Sleep Talk, go. Oh, der hat auch Rest Talk, okay. Aber. Okay, wenn wir das Gold kriegen, stirbt er. Mann! Ah. Hä, aber was will denn der jetzt machen? Na, rausgehen. Der wollte ihn nur wieder voll haben. Hm, wieso? Ja, einfach nochmal Sleep Talken und so, jetzt mal aufs Gold gehen, falls wir jetzt aufwachen. Oder auf Ice Beam. Na, der geht jetzt raus. Das ist schon wieder Dreck. Actually. Das Gold wäre gerade so schön gewesen. Aber auf Rest gehen jetzt, oder? Warum kann es nicht einfach so sein, dass du einfach instant wieder, dass du dich instant wieder voll heizt, wenn du mit Sleep Talk Rest bekommst? Wie geil wäre das bitte? Eisbeam? Eisbeam? Soll ich einfach tun? Nee, komm, oder Score. Ach, das ist halt wieder die Sache, ne? Entweder Glacian oder Dings oder Eldegoss oder halt auch Togedemaru kann halt auch sein. Wenn er Togedemaru will, dann würde er halt wieder Dingsen. Wobei ich entgegen Turi Mao jetzt mir auch einfach in seiner Konda gehen können, einfach EQ'en. Sleep Talk? Ja. Goss Ice Beam, go! Ehre! Boah! Boah, Hey, sag dir! mal, das. Hä? Was war denn das für ein Damage? Ja, Was? 42 bis 50 ist einmal vollen Minro jetzt aber Maxwell gegönnt. Das war viel zu viel. Dass der komplett Alter, Spidef, Wischiwaschi, du Ehrenbruder! der kann nicht komplett Spidef sein. Kannst du nicht erzählen. Normal oder resten, falls wir aufwachen? Oder sollen wir jetzt rausgehen? Wir kriegen jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Wir kriegen ja wahrscheinlich nur gegen Pick Knight, jetzt noch eine gute Rest raus oder so. Oder nee, wir können ja nicht mit meinem Togedemaru noch reinkommen, falls der nachher nochmal. Werden wir zur kleinen Form direkt, wenn wir 25 erreichen, oder erst am Ende der Runde? Ich glaube. Oh, wie war denn das? Ich glaube direkt, da ich bin mir gar nicht sicher. Ich gucke jetzt nach. Ich glaube, es war aber erst am Ende der Runde, wenn ich es richtig im Kopf habe. Adlusarden, Level 20 erreicht, 25 seiner maximalen KP wechselt es in die Schwarmform. Während der Summe lediglich 150 ist die Summe mit Schwarmform wesentlich höher. Ja, okay. Sinkt die KP des Pokémons auf 25% oder weniger, wechselt es am Ende einer Runde wieder in Ja. die Einzelform. Also. Raus oder was machen wir? Ich würde einfach Totonado gehen. Das dauert so ewig. Lalala. Flamethrower? Das Pick Knight gefällt mir gerade irgendwie immer noch nicht so, weil jetzt Anaconda ihn auch echt Work macht, ne? So, Anaconda ist einfach immer noch voll, ne? Haben wir ihn schon mal reingeschickt in den Game gerade? Nope. Nice. Jo, Flamethrowern jetzt einfach, oder wie? Tortonator macht 30 bis 45% Ja, also wir gegen killen den. den. Ja. Flamethrower, go. Weezing, weg. Nice. Hey, Wow. Tortonator hat den ersten Kill. Hat ja nur 44 Runden gedauert, dass wir. Jetzt stell dir mal vor, wir hätten Shelltrap gespielt. Das wäre ja komplett useless. Ja gut, jetzt werden wir wahrscheinlich was traden, ne? Ja. Was sollen wir throwen? Sollen wir Wie jetzt viel einfach. Sollen wir einen Tornado jetzt abwerfen? macht Ice Beam gegen
und Glaceon gegen Klang. Ice Beam macht 24 bis 29. Oh. Ja, ein Shadow Ball kann er sich ja jetzt nicht locken. Ja. Wie viel macht Ice Beams gegen Shirashi? Also, ich will jetzt einfach Tornado Hauptsache. dro ich will jetzt einfach Tornado droppen und gucken, in was er geht. Oh, was er sich gelockt hat. Ja, okay. Oder? Brauchen wir den noch? Nicht Ah, zwingend, ne? der wäre halt trotzdem noch cool, in Eldegoss reinzukommen, ne? Ja, aber was willst du throwen? Klang. Wenn wir gegen Clay. Ach, mein Clay müssen halt immer irgendwas in den reinholen, ne? In Glaciern. Immer irgendwas reinwerfen. Der True-Shot Regigigas schon, oder? Regigigas True-Shot der, oder? Ja, bestimmt. 48 bis 57 macht Okay. Ice Beam. Können auch den sein Dings ablocken. Aber Hyper Beam killt im Return. Fast. Also Also kann killen. jetzt einfach hier killen lassen und nach Hype, in den Magic Sniper Beam klicken. Nee. Ich würde einfach einen Klang gehen, weil was macht der noch so viel? Das schon eigentlich Pick, in Pick, zwei. in Boss Pick, Pick Knight müssen wir auch immer raus. Was? Oh komm, nee, wir lassen ihn sterben. Den brauchen wir auch nicht mehr. Jo. Ice Ice Beam, Beam. wir können also in Wishiwashi, oder? Der macht ziemlich viel gegen Ah. uns. Der bringt. Ich würde trotzdem Klang gehen. Ja, Klang und dann einmal gegrinden, oder? Oder was machen wir? Ich würde wie switchen. Pick Knight raus. Wischwaschi. Oder? Oder sind wir in Kondor und Ikion? Ja, komm, wir gehen ins Anaconda. So, jetzt Sache, gehen wir auf Glare oder gehen wir auf EQ? Weil ich glaube nicht, dass es drin bleibt. Und Glare wäre halt auf alle drei, die reinkommen, eigentlich ganz lecker, würde ich sagen. Problem ist, dass Eldegoss halt jetzt ein Problem werden kann. Oder sollen wir jetzt rocken? Keine Ahnung, ich würde den Regigigas doublen. Können wir auch machen. Warte. Wieso können wir machen? Ich Ich will will, nochmal ich kurz hätte, dieses ich hätte, Eldegoss. hätt gerne endlich mal die Rocks raus, ne? Ich will nochmal gerne dieses Eldegoss schauen. Was war das? Ich gu Nee, das kann ich nicht gucken, dieses Wesen. Das gegen nee, der ist nicht komplett spediff. Der ist auch so mixed. Also, Seth Rocky, Kyu, Glare oder Regigigas. Ich würde gerne nochmal klären, was reinkommt. Das wäre, finde ich ja gerade irgendwie echt lecker. Ich würde Regigigas gehen, er macht noch am meisten gegen alles. Und wir können den seinen Dings knocken. Seine
Nee, der hat eh nichts mehr, der meint. Und wenn Eben. er reinkommt, dann können wir den halt, keine Ahnung, Strength und dann Hyper Beam killt. Ja. Also einfach Regigigas und dann einmal Strength klicken. Ja. Weil der wahrscheinlich in seiner Koordination bleiben wird. Regigigas und was kommt? Er bleibt drin. Kein Big Big bitte. Ah! Wir sind langsamer. Der killt jetzt. Er hat halt noch eine Runde, ne? Aber warum tut er das? Hätte ich ganz gern Ich habe gewusst. gerade eben gesagt, ich will das nicht. Warum nötigst du mich zu sowas? Ich würde jetzt Hyperbeam drücken. Nee, würde ich nicht. Was Mann, jetzt? wieso? Warum drückt er dann Ich wär auf Speed? Roxas gegangen, Junge. Ja, schon, aber das ist halt kein Play gewesen. Warum ist er denn in den Second? Okay. Ja, der ist halt langsamer als alles jetzt, ne? Ja. Den wollte ich ihn auch nicht so reinholen. Jetzt wird er sogar von Miss Mavis getushottet, ne? Der wird auch so gekillt, denke ich mal. Ach so, ja, wird er. Für aber jetzt auch nicht seiner Kunde so entschippen lassen. Dann haben wir auch gegen zwei Mons. Und die beiden machen wahrscheinlich nicht arg viel gegen Sanaconda, deswegen. Müssen wir jetzt auch Hyper Beam klicken. Also, Regigigas macht wahrscheinlich jetzt eh nicht mehr arg viel, so low wie der jetzt ist. Ja, jetzt kann aber Eldegoss reinkommen, theoretisch. Und dann heilt er sich vielleicht. Wir können auch jetzt einfach in Rotom gehen und Shadowballen. Nee. Der ist auch Hey, Poison, ist auch scheiße. why not? Oder Wir können auch wieder ins Anaconda gehen und rocken. ich werde sicher in Rotom gehen, einfach Shadowballen. Was spricht Ja, wir dagegen? wissen ja nicht, was er jetzt noch hat. Wenn er Rotom verlieren jetzt und das andere kriegt, ist halt scheiße. Wir werden jetzt eben in seiner Corner drücken, Rocks. Wäre ich dabei. Ja. Ah, nee. Oh. Schmerzen. Waterman Chicken. Oder wir gehen. Oh, wir können. Ja, Bein bringt nichts. Wir können auch. Was bringt? Ich will, ob wir in Klängen und in Binden, wenn ich raus kann. Ja, bringt nichts. Beide hört doch auf, wenn wir sterben, oder? Ja, eben, das ist das Problem. Ah, mir fällt es mit der Gigas gerade immer noch nicht. Aber ich will die Rocks eigentlich. Sollen wir den lernen? Nee, das ist kein Play, wenn entweder Rocks oder rauswechseln. Wir können Klang, aber Klang ist halt auch Also, wieder so eine Sache. wenn wir ihn klären, dann ist er auch langsam als Vegigas. Wenn wir ihn klären, ist er langsam als Vegigas. Ja, aber wir kriegen einen Haufen Chip. Ja, kriegen wir Rocks auch. Wir werden jetzt eben in Rotom und tricken. Oder gehen Blackbeard und Binden, weil Blackbeard macht eh nichts mehr. Auf Der der hat Range. halt bestimmt noch Rapid Spin. Ja, Drain Rapid Spin.
Wir können jetzt rocken. Lass mal rocken. Wenn er Wirklich? jetzt Leech, wenn der Leech seedet, gehen wir auf Rot haben. Okay. Genau. Au. Blackbeard. Oder? Mann, das regt mich so auf, ne? Dass der da drin geblieben ist mit dem Pignite, Mann. Null Sinn. Verstehe ich nicht. Aber ja. Du kannst jetzt auch in Rotom gehen und einfach den Rapid Spin rein. Seinen Rapid Spin. Aber bringt uns halt nichts. Diese Poison auf Rotom nervt auch ziemlich. Ja. Und wenn ich den sein Choice Back gebe, will ich auch nicht. Also er macht ja tons of Damage. Killt er uns alleine wahrscheinlich. Ich würde einfach Clan gehen und Gear grinden. Wahrscheinlich müssen wir den chippen. Was? Oder wir gehen halt. Ja, komm, lass ihn Rotom gehen. Ich Wir müssen will den chippen jetzt nicht irgendwie. Clang. Clang braucht man halt nicht mehr. Ja, aber dann kann er halt instant wieder spinnen. Das ist auch scheiße. Ja, von mir aus lass halt Clan gehen. Binden oder gegrindet? Er kann jetzt in Togo de Maru. Also binden oder direkt wieder raus. Wenn wir irgendwie Wischiwaschi wieder hochkriegen könnten. Ja, das fuckt mich auch ab, dass der halt von dem eingeschläfert ist. Das fuckt mich echt ab, weil wir jetzt halt nicht wissen, wie viele Turns wir auf dem schon bisher hatten. Das sehen wir, Aber wenn der reinkommt. ja, schon, aber weiß ich mal. Dass Weil er hat der. jetzt kein, er hat keinen Grund, jetzt nicht in Toge de Maru zu gehen und irgendwas hochzuwischen. So, wir wollen Sarkonda. Ja. Oder Regigigas, weil Regigigas macht halt auch nichts. Dann können wir einfach Free Earth powern. Oder Knockoffen. Knockoff wäre halt auch geil. Und Ja, Regigigas okay. lebt halt. Ja. Okay, nehme ich. Hyperbeam. Killen wir ihn mit Hyperbeam? Weißt du das? Nein. Fuck. Also einfach knocken. Aber knocken, knockt ist der halt schon. Da will ich schon wieder seeden. Fuck my life, Alter. Einfach mal Strength drücken würde ich jetzt. Ja. Aber Strength hängen wir nicht, der ist eigentlich quasi tot. Aber Hyperbeam, falls er es vielleicht irgendwie noch ein bisschen seeden oder so. Ah. Nice. Rotom wahrscheinlich. Ja. Jetzt brauchen wir wahrscheinlich den guten alten Der Regenerator fuckt halt ab. Spideff Drop. Ah, SML-Gott, bitte. Irgendwas. Oh, weißt du was Wir hier? leben. Ja, vor allem werden jetzt gerade getrickt, ne? Ja, dann wäre er halt trotzdem noch. Ja, das ist ein Lose. Wir für Lose ist wahrscheinlich nur gegen Erdegoss. Na, alleine gegen Doch, den nicht. doch. Der gewinnt jetzt komplett. Der gewinnt gerade. Ab jetzt hat der gewonnen. Hundertprozentig. Ja, drück nochmal Shadowball. Oh well. Okay. Der muss jetzt wischen, wir gehen auch immer auf Shadow Border. Wenn wir jetzt eigentlich nicht, uns bleibt nichts anderes übrig, müssen wir mal Shadow bauen. Der wird Spiky shielden. Ja, schon da nicht. Bringt uns aber auch nichts. Wir können zum Beispiel Wischiwaschi und hoffen, dass wir wieder aufwachen oder so. Ja, so Wischiwaschi. Und nochmal resten oder so. Ja. So, rest. Go.
Also was Gordon. Boah, Ice-Beam. Oh, fuck my life. Scott, Ice-Beam or Rest? Icebeam. Wach auf, wach auf, wach auf, wach auf. Und RIP. Jetzt können wir das Rotom abwerfen. Ja. Ja, Freestyle in Blackbeard. Ja, jetzt müssen wir einfach Shift gehen, ne? Und hoffen. Was bin denn jetzt bitte Schiff hier? Naja, wir müssen ja. Der Was bringt willst du denn uns. sonst machen? Es bringt uns nichts. Legitim nichts. Drift Shift Gear. Was bringt's uns? Was soll? Dann? Hier ist ein Togemaru, drückt jetzt, chippt uns, und chippt uns quasi weg. Weil wir, wenn der jetzt auf Iron Head geht, kommen wir nicht mal auf plus 6 mit, auf Attack. Mach einfach. Ach, dann mach ich's. Keine Ahnung, gegen den müssen wir jetzt einfach hoffen, dass der irgendwelche scheiß Turns kriegt, ne? Weil, Oder einfach ins I Anaconda mean, gehen. bringt uns ja nichts, dann geht er True. in Eldegoss. Also wenn binden. Nein, einfach Gear grinden und hoffen, der hat jetzt noch eine Sleep Turn. Dass der irgendwas nicht so Gutes kriegt. Euer Punch, ja. Ah. Wischiwaschi resten. Ross Gordon. Oder Ice Beam. Ah, diese Kack-Regigigas Turn. Ah! Ja, jetzt gewinnt halt Glaziola. Muss nur irgendwas throwen und dann gewinnt Glaziola. Ja, weil das einfach scoren, I guess. Ja, vielleicht ist er jetzt auch greedy und geht retten Glatze, oder? Na, ist ja, glaube ich, egal. Hey, nee, wenn er jetzt in Glatze gegangen wäre. Das macht null Sinn, dass er den vor uns sterben lassen wollte. What the fuck? Whatever. Ich wollte rocken. Es ist scheißegal, ob wir rocken oder nicht. Das ist so Wurst, ob wir rocken oder nicht, da in der Situation. Kein Scheiß. Vier Kills für das Ding, ne? Ah! Oh. Einfach clean sterben lassen. Wir hätten noch ein 100% Dings gehabt. Mann! Vor allem bist du aus Sleep Turn, oder? Mit dem Big Break. Ja. Das war legit ein Sleep Turn. Da verriet er einfach Rest in der Turn. Ah, miese. Oder? Die Aufnahme war jetzt ein bisschen überlang. Wir sind übrigens bei 1,5 Stunden. Ich weiß nicht, ob die am Ende auch lang sein wird, weil ich weiß nicht, ob ich wann ich angefangen habe aufzunehmen. Deutsch. Jeden Fall, das war's dann mit dem zweiten Spieltag von der SML. Jetzt stehen wir, glaube ich, plus 2, wie es auch von der Statistik her. Dank Lurantis. Und jo, dann sehen wir uns nächste Woche oder bei irgendeinem Video unter der Woche. Bis zum nächsten Mal und ciao. Willst du auch verabschieden, du Wichser? Nein. Okay, ciao.